Wir gehen in Richtung ruhige Jahreszeit. Die Aufgaben werden weniger. Erholung von dem stressigen Sommer, von den Hauptkulturen. Mal ein bisschen runterkommen, sich sammeln und wie man den Garten nächstes Jahr gestalten könnte. Für die meisten Hobbygärtner, für mich eher weniger, weil wir beginnen schon im Januar wieder mit der Voranzucht. Aber wenn man es erwerbsmäßig macht, schuldig, ich habe mich dafür entschieden. Nichtsdestotrotz, Herbst, Winter ist dann auch die Zeit für viele Leute, um ihren Garten einsame Spitze aufzuräumen. Alles muss akkurat und sauber sein. Warum du das jetzt nicht unbedingt machen solltest und es vielleicht klüger ist, im Frühjahr zu machen, in dem Video. So machst du nämlich deinen Garten wirklich winterfest. Und zwar nicht deine ganze Beete abräumen, die umgraben und offen liegen lassen und das ganze Gestrüpp einfach kurz und klein schneiden, sondern damit erst wirklich im Frühjahr warten. Jetzt im Herbst und Winter würde ich ganz andere Sachen machen. Unter anderem den Boden mit Mulch bedeckt zu halten, wie es halt auch in der Natur vorgesehen ist. Dort gibt es keinen Pflug, dort gibt es keine offenen Böden. Die Natur schaut immer, dass ihr mit dem Laub zum Beispiel jetzt im Herbst von den Bäumen den Boden bedeckt lässt. Das hat vielerlei Vorteile. Einerseits führst du dadurch deine Mikroorganismen, deine Regenwürmer, die ja halt dann das organische Material umsetzen können und die Nährstoffe, die ja halt in den Blättern drin sind, da sind sehr viele, dann wieder umgesetzt werden und die Mikroben und Bakterien, die dann vorhanden sind, dann in Symbiose mit deinen Pflanzen gehen und so dann die Nährstoffe in die Wurzeln der Pflanzen reingeben, dass deine Pflanze sich so deshalb natürlich ernährt, kräftiger wird, widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen und du dann weniger Probleme hast. Du baust auch dadurch immer besseren Humusschichten auf. Der Humus, der zum Beispiel Kohlenstoff gut speichern kann, Wasser besser halten kann. Das heißt, du hast vielerlei Vorteile, vor allem weil auch der Mulch als Isolationsschicht dient, wodurch dann auch schädliche Einwirkungen vom Frost nicht auf dein Bodenleben einwirken, wie zum Beispiel Gefrierungen und Strukturen, die dann deshalb durch den Frost aufplatzen können. Das kannst du dann super vermeiden, vor allem weil diese Isolationsschicht auch dazu dient, dass halt der Boden unterhalb ein bisschen wärmer ist und das heißt, die Mikroben und die Regenwürmer können auch an vereinzelten Wintertagen auch arbeiten und den Boden langsam besser machen, indem sie das organische Material verarbeiten. Und wenn du Jahr für Jahr deinen Boden dauernd mit Mulch bedeckst, dann wirst du auch mit der Zeit einen Dauerhumus haben, das heißt ein Dauerdünger. Du musst dann nicht mal zusätzliche Sachen mit hinzugeben. Das heißt, deine Pflanzen werden von automatisch kräftiger. Du musst dir keinen zusätzlichen Dünger kaufen. Du hast einen schönen Kreislauf und sparst dir dann auch deshalb Geld und auch Arbeit für Schädlingsbekämpfung oder irgendwelche Krankheitsbilder. Es wird mit der Zeit immer besser. Zumal, wenn du kräftige Pflanzen hast, du deshalb auch mehr ernten kannst, du deshalb eine reiche Ernte hast. Falls du nicht genug Mulchmaterial hast, du kannst auch auf Lebendmulch umsteigen, was auch meiner Meinung nach ein bisschen besser ist. Einfach aus dem Grund, dass halt die Pflanzen auch im Winter Photosynthese teilweise betreiben können, zum Beispiel Spinat, Feldsalat, Grünkohl, Rosenkohl, also die ganzen winterharte Sachen. Vogelmiere als Wildkraut kannst du auch als leichten Bodendecker wachsen lassen. Andere Wildkräuter, zum Beispiel Löwenzahn, Brennnessel, Giersch, wenn du sie bei dir im Garten haben möchtest, aber da würde ich irgendwie auch ein bisschen mit eindämmen, sonst wuchern die zu stark rum. Außer dir gefällt auch das, aber ich bin da kein persönlicher Freund davon, das einfach so wachsen zu lassen, auch wenn die auch als Spinat zum Beispiel sehr schmackhaft sind. Nichtsdestotrotz, die können dann im Winter Photosynthese betreiben und dann den Zucker, den Kohlenstoff unten zu den Pilzen und Bakterien dann weitergeben, damit die auch über den Winter gut vorankommen, damit du schneller Humusboden aufbauen kannst, dass dein Boden schneller fruchtbarer wird. Denk einfach an deine Kinder im Boden, die Bakterien, Pilze, gib ihnen Essen, auch über den Winter hindurch. Was wärst du für ein Vater, wenn du deinem Sohn oder deine Tochter über den Winter einfach hungern lässt? Das kannst du auch nicht mit den Bakterien machen. Der Boden ist wertvoll. Das Bodenleben ist wertvoll. Denk daran. Für deine Kinder auch in Zukunft. Weitere Vorteile von dieser Isolationsschicht ist einfach, dass der Frost nicht so schnell in den Boden kommt und dadurch das Wasser zum Gefrieren bringt. Das heißt, deine Pflanzen können dann auch viel eher das Wasser aufnehmen und dadurch auch überleben, weil wenn das Wasser im Boden gefriert, kommen ja auch die Pflanzenwurzeln nicht mehr ans Wasser ran. Das heißt, die vertrocknen im Winter. Vor allem, weil das Wasser auch in der Pflanze gefriert und dann hat sie ein Problem und dann geht sie halt auch deshalb kaputt. Also ein bisschen die Natur kapieren und kopieren und das dann auch bei dir anwenden und ich verspreche dir, du wirst Vorteile bei dir im Gemüsegarten mit den Jahren feststellen. Dein Boden wird besser, deine Pflanzen werden kräftiger und dann kannst du auch bei deinen Nachbarn super angeben. Dann kannst du den auch noch coachen, kannst ein Business draus machen und denen auch was verkaufen und noch dabei Geld verdienen. Eine super Sache, oder? Der Geschäftsmann kommt wieder raus. Oder du kannst auch deinen Nachbarn einfach helfen, weil du eine nette Socke bist und
gemeinschaftliches Zusammensein, damit sie auch schöne Früchte haben, die ihr euch dann auch miteinander teilen könnt. Der zweite Punkt, warum solltest du das ganze Gestrüpp bei dir einfach mal über den Winter stehen lassen? Auch wenn es für uns Deutsche sehr schwer ist, alles akkurat, genau und in Ordnung zu halten, ist vielleicht dieses Chaos viel besser für die Natur. Einfach in dem Gestrüpp können sich halt Tiere, Insekten, Kleinstlebewesen, auch größere Tiere wie zum Beispiel der Igel, wenn du das Laub liegen lässt und so ein Sträucher ansetzt und sowas, in solchen wilden Ecken, in so einem Gestrüpp, was du nicht einfach runtermähst, finden halt einfach diese Tiere Unterschlupf und können überwintern. So erhaltest du bei dir im Boden die Artenvielfalt, die dir dann auch später im Garten unterstützen können, zum Beispiel um ein Gleichgewicht bei gegenüber Schädlingen zu halten, zum Beispiel der Marienkäfer gegenüber den Läusen. Das heißt, sie werden dir auch mit der Zeit dann irgendwann die Arbeit abnehmen und du leistest einfach einen wertvollen Beitrag in unserer heutigen Zeit, in der die Artenvielfalt immer drastischer sinkt und immer mehr Tiere und Insekten auf der roten Liste landen. Sei eine Oase für die, sei sozialer Wohnungsbau-Typ oder Frau. Denk an Insekten, denk an die Tiere. Insekten sind die Basis, sind die Grundlage. Denk an sie. Ich mache das Ganze schon seit gut mehr als 5 Jahren und du kannst mir vertrauen, es funktioniert. Ich bin auch TÜV zertifiziert, nur echt mit Doppel-F. Und falls du die gleichen Erfahrungen gemacht hast, lass es mir auch gerne unten in die Kommentare wissen, damit wir immer mehr Leute haben, die so diese Studien oder meine Behauptungen bestätigen können, dass es doch sehr sinnvoll sein kann, den Boden zu bedecken mit organischem Material, mit Lebendmulch bepflanzt zu lassen, nicht offen einfach liegen lassen, wie nackte, traurige Erde. Und auch das ganze Gestrüpp vielleicht nicht immer kurz und klein schneiden, sondern einfach mal stehen lassen für die Insekten und andere Tiere, wilde Ecken ansiedeln. Wird dir helfen, garantiert. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben geben. Und falls das Thema Permakultur, vielleicht auch Gesundheit noch irgendwie interessiert, ich weiß nicht, welche Videos dir vorgeschlagen werden. Hier wird es noch weitere spannende Videos von diesem Kanal. Und ich hoffe, dieses Video dient auch wieder als Motivation, eine Samenschleuder zu werden. Einfach mal die Sachen rauswerfen. Die Natur soll grüner werden, mehr Leben, mehr Vielfalt. Sie hat es bitter nötig und wir sollten mal jetzt anfangen. Ist auch um einiges besser, in einer idyllischen grünen Landschaft zu leben, wo alles richtig geil ist, ruhig, viele Vögel, frische Luft, Sonne und alles. Was bringen denn so die ganzen trostlosen Städte, Fabriken, Industrien, wenn man das ganze Geld und den ganzen Wohlstand hat, aber nicht solche schönen Flecken haben? Solche schönen Flecke brauchen wir auch.